Sprechen Sie Deutsch? Ja, selbstverständlich. Also es geht jetzt darum, ein wenig die Weine zu erkosten, zu erschmecken, zu erriechen, ein wenig einschätzen, was es sein könnte, aus welcher Region es kommen könnte. Also der riecht schon mal sehr süß. Fruchtig, süß riecht man nicht. Ach so. Ja, ja. Ich fand den Mihailo so milisch, den für den Mund. Ja, der hält länger an, der ist viel kräftiger im man spricht ja von den Caudalie. Wie lange hat man den Nachgeschmack noch im Mund? Ja, also er ist voller im Geschmack. Ja. Weil so mehr auf der Zunge, schwer zu beschreiben. Er ist cremiger, ja, das stimmt. Aber er war im Holz. Ach, und daher kommt diese so eine kräftige Note, oder? Es ist vom Holzfass. Soll mal mitprobieren. Das ist auch schon Pfeffer, so ein bisschen kräftig. Wie kräftig ist den schon Mial? Den aus Mial, ja. Das ist ein 15. Wein, der nächste Pfeffer, 17. Wein. Ich könnte jetzt irgendwas raten und irgendwas daher schwafeln, aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Also das ist ein Cremant aus Luxemburg. Ah, ja, den kenne ich ja eigentlich. Den trinken wir immer. Ah, ja. Deswegen schmeckt er mir auch so gut. Ja, siehst du mal. Und die drei Weine kommen alle drei aus Luxemburg. Ja, das ist also Gewürztraminer da sein. Ah, oh, mein Mann. Könnte ich gewonnen? Ja, den Job. The Wine Taste Enjoy, den hast du Pinkston auf der Mosel. An der ganzen Luxemburger Mosel sind dann die Kellereien offen an der Weinstraße. Und da kann man ihr seid auch nicht so weit. Nee. Und da kann man dann die ganze Vielfalt der Luxemburger Weine probieren. Wenn ihr Zeit und Lust habt. Vielmals merci. Merci.